Das ist doof. Jetzt haut das wieder ab. Leute, ich habe echt gar keinen Plan. Weil auch wenn wir hinterrücks kommen, sehen die uns ja. Ich weiß es leider nicht. Ich habe auch leider den Spruch nicht gehört, den Rufus gesagt hat. Und da würde ich sagen, ich verlasse das jetzt nochmal. Bin aber ganz schnell wieder bei euch, ja. Ich gucke mir jetzt nur mal diese eine Szene an, was er da gesagt hat. Denn ich weiß gerade wirklich nicht, was ich hier machen soll. Ich bin sofort wieder da, bis... So, da bin ich auch schon wieder. Und zwar hatte Rufus gesagt, einen Delfin zum Planquadrat des Tauchboots schicken. Okay, okay, also die sind ja hier. So, der kann ja hier hin. Der macht eine Wendung nach links. Der kann von mir aus runter. Der macht eine Wendung nach da. Der nach da. Der runter. Der dahin. Der dahin und der dahin. Und jetzt habe ich einen Delfin da, wo dieses Tauchboot war. Aber irgendwie tut sich nichts, ne? Hier war ja vorher das Tauchboot. Wenn du jetzt mal weitergehst. Und jetzt? Nein! Ein Delfin zum Planquadrat des Tauchboots schicken. Was ist, wenn der hier einen Bereich abdeckt? Was ist denn gerade mit der Framerate los? Hallo? Alter, leckt das hier gerade. Ey, was ist denn hier gerade los? Ah, jetzt beruhigt sich das Ganze wieder. Thank you.
Da traf ich irgendwie gerade nicht. Ganz ehrlich, liebe Leute, ich raff das überhaupt gar nicht. Weil der kann sich immer irgendwo hin teleportieren. Aber auch hier sowas nicht ansteuern. Ich raff das nicht. Also ich bin zu doof dafür. Ein Delfin zum Planquadrat des Tauchboots schicken. Ich hoffe das nicht. Weil hier ist der schwimmende Schwarzmarkt gewesen, ne? Wenn das noch die Karte ist. Ich gehe nochmal auf Verlassen. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Wie geht es jetzt weiter? Der Funkmast ist präpariert. Ja. Die Torpedodelfine sind startklar. Ich glaube, wir sind jetzt bereit, deine Freundin zurückzuerobern. So wie du das sagst, klingt das richtig romantisch. Oh Himmel. Ich fange langsam an, diese Dinge als normal hinzunehmen. Okay. Zurück an die Arbeit, Matrose. Aber ich bin der. Ach, was rege ich mich auf? Was sagt Goal? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Und Doc? Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Was machen wir hier noch gleich? Der Empfänger ist modifiziert. Du musst ihn nur noch auf dem Funkmast installieren. Ach ja. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Ach, liebe Leute, das gibt es doch nicht. Ich wollte doch jetzt mal hier so ein bisschen voran machen und so. Aber nicht so.
Schade, dass mein Bruder jetzt auch nicht hier ist, der dann irgendwie helfen könnte. Ich bin dafür zu doof. Ein Delfin zum Planquadrat des Tauchboots schicken. Ja, super. Und nu? Das Tauchboot ist ja da mittig aufgesetzt und wir haben drei Delfine. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das machen sollen. Also, ich habe jetzt gerade mal im Internet nachgeschaut. Ja, tut mir leid, liebe Leute, weil ich halt bei diesem Spiel hier nicht weiter weiß. Aber im Internet stand auch nur, dass es dafür eigentlich keine Lösung gibt. Außer das, was ich auch schon die ganze Zeit vorhatte, nämlich dieses Scheißboot in irgendeine Ecke zu drängen. Aber ich habe es halt immer mit drei Delfinen versucht und man sollte es wohl nur mit zwei versuchen. Und mit dem dritten dann irgendwie angreifen. Also war ich mit meiner Theorie schon mal gar nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, drängeln wir das Ganze mal hier in eine Ecke. Na, dreh dich schon. Ja, das haut jetzt immer wieder ab. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich da eine Ecke drängen kann. Macht einfach nur mal das so. Der bewegt sich jetzt immer mal nur im Kreis. Ach Mann, warum kann der im... entkommen? Das raff ich nicht. Ja, aber wie können wir den denn jetzt angreifen? Ah!